Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal habe ich wieder so eine Review über sehr klassisches Material, allerdings hier in einer Neuauflage. Und zwar geht es aus der Die Superheldensammlung um den She-Hulk-Band. Also die Superheldensammlung, sprich die rote Hachette-Sammlung. Es gibt ja die schwarze und die rote. Und ich möchte eben diesen Band besprechen. Warum? Weil er eine der sensationellsten Serien überhaupt, meiner Meinung nach, die es je im Superheldenbereich gab, enthält. Also zumindest die ersten 8 Ausgaben. Die Rede ist von The Sensational She-Hulk. Wir haben, wie gesagt, hier Ausgabe 1 bis 8 drin. Dazu haben wir noch die Ausgabe 1 von der Vorgängerserie, The Savage She-Hulk. Das ist eben das Debüt von Jennifer Walters, der Cousine von Bruce Banner als She-Hulk. Wie wird sie zu She-Hulk? Die Geschichte sollten den erfahrenen Comiclesern unter euch bekannt sein. Sie wird eben von Gangstern angeschossen und kriegt eine Bluttransfusion von ihrem Cousin Bruce Banner, und so wird sie dann eben auch zu Hulk, beziehungsweise eben zu einer weiblichen Hulk, zu She-Hulk. Ja, die Ausgabe an sich ist jetzt nichts Großes, Weltbewegendes. Ist ganz schön, dass sie hier nochmal drin ist. War halt das Debüt. Das kann man auch, diese Serie kann man auch zum Teil in den Condor-Taschenbüchern vom Hulk finden. Genauso wie auch die Serie, die 1989 dann gestartet wurde. Und zwar The Sensational She-Hulk. Unser Sensational She-Hulk unter John Byrne, der sich der Sache angenommen hat, ist war damals schon sensationell. Und ich finde es auch heute noch sehr gut. Hier das Cover der ersten Ausgabe. Sie hat, ist auch das, was hier vorne drauf ist, sie hat eben ihre alte Serie The Savage She-Hulk in der Hand und sagt dann, also man muss dazu sagen, die alte Serie ging nur 25 Ausgaben, wurde dann eingestellt. Und sie sagt eben auf dem ersten Cover, ja, das ist eure zweite Chance. Wenn ihr diesmal meine Serie nicht lest, dann komme ich zu euch und zerreiß euch alle eure, oder zerstöre euch alle eure X-Men-Comics. Damals waren die X-Men on top zu dieser Zeit, der Verkaufsschlager. Und und man sieht schon am ersten Cover, was das Besondere an der Serie ist. Das Besondere an der Serie ist eben, dass She-Hulk sich bewusst ist, dass sie eine Comicfigur ist, sich bewusst ist, dass es einen Autor, einen Zeichner gibt, Leser, die Serie lesen, und sie spricht mit denen. Und sie ist sich also der Sache völlig bewusst, spricht mit Autor und Zeichner John Byrne. Da gibt es hier innerhalb der Serie einige Diskussionen, die auch sehr amüsant sind, so nach dem Motto, in was hast du mich jetzt wieder hier reingeritten? Ah, jetzt muss ich gegen die Leute kämpfen und jetzt muss ich das machen. Fällt dir nichts Neues ein? Sowas eben. Und es wird viel auf die Comicindustrie, wird auch viel aufs Korn genommen. Zum Beispiel hier in der dritten Ausgabe, wo sie eben sagt, das ist meine dritte Ausgabe, das heißt also, es ist Zeit für den obligatorischen Gaststar, und hier ist er nun, und wie wir sehen, ist es dann eben Spider-Man. Solche Sachen werden immer wieder aufgegriffen, wie also auch Serien funktionieren, wann man einen Gaststar einführt, wie man das mit anderen Comic-Serien verbindet. Auf diese Sachen wird immer eingegangen. Sehr schön auch hier, ich glaube, es war in Ausgabe 4. Genau, da trifft sie auf einen Golden Age eine Golden Age Superheldin, die mittlerweile auch sehr alt ist und die sich ebenfalls bewusst ist, dass es sich um eine Comicfigur handelt und dass das hier eine Comicserie ist, und das eben She-Hulk auch erklärt. Man muss dazu sagen, dass alle anderen Charaktere, die hier vorkommen, ganz normal das eben nicht wissen und auch manchmal sich fragen, was redet sie denn da? Warum ist sie so komisch? Und diese ganze Sache mit der vierten Wand kennt ihr natürlich von Deadpool. Ich finde persönlich im Vergleich zu dem hier,
ist das, was bei Deadpool passiert, zumindest in den letzten Jahren, eher so ein bisschen plump. Das, wie John Byrne es gemacht hat, ist raffiniert, es ist amüsant, es ist wirklich unterhaltend. Und man hat hier eben den ersten Run, der eben bis zur Ausgabe 8 ging. Dann ging John Byrne, kam dann später, glaube ich, in den 30er-Nummern irgendwie wieder. Aber man hat hier eben seine ersten Schritte in dieser Serie, die einfach damals ihrer Zeit weit voraus war, weil sowas gab es damals noch nicht, dass die Comicfigur sich bewusst ist, dass sie eine Comicfigur ist und eben mit dem Leser agiert, mit dem Zeichner, mit dem Autor. Und das macht die Serie echt unterhaltsam. Also ich kenne sie eben auch aus diesen Condor-Halbtaschenbüchern als Zweit- oder Drittstory. Kann aber sagen, dass ich das in diesem Format einfach nochmal jedem empfehlen kann. Zeichnerisch ist das natürlich auch etwas, was mir gut gefällt, weil es eben, wie gesagt, John Byrne schreibt ja nicht nur, er zeichnet ja auch. Und von daher ist das natürlich, gefällt mir auch der Zeichenstil. Aber inhaltlich ist das einfach auch heute noch sensationell zu lesen, sehr amüsant. Dabei macht es auch nichts, dass sie hier oft auf B-Schurken trifft. Das ist nicht so wichtig, weil von der ersten bis zur letzten Ausgabe das einfach unterhält. Und man muss eben sagen, wie gesagt, ich kann auch diese Version hier empfehlen, weil man bekommt auch, das seht ihr ja hier, man bekommt auch relativ viel. Du bekommst eben 8 Ausgaben des Sensational She-Hulk, 1 bis 8 plus diese Savage She-Hulk, also ihr Debüt noch dazu. Das heißt 9 Comics zu einem guten Preis. Also wer die Serie noch nicht kennt und sich so ein bisschen für She-Hulk interessiert, sollte da auf jeden Fall mal zuschlagen bei diesem roten Hachette-Band. The Sensational She-Hulk, absolut zu empfehlen. Ja, schreibt ihr mir mal rein, wer das gelesen hat oder wer es von Condor noch kennt, was ihr zu der Serie sagt oder wer daran Interesse hat. Über Kommentare würde ich mich wie immer natürlich sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten sage ich mal, bis die Tage. Ciao.